Und weil ab, dass sie auf TikTok lädt, machte ich in meiner Hinrunde ein TikTok-Lied. Das Ironie ist doch alles easy, das Ziel ist nur meine Spielwiese. Was wollt ihr forcieren? Die Musik ist tot, sieh dich an. Richtig Bock drauf. Meine Meta-Ebene ist so fucking weit weg. Der Pulli war nicht pink, Motherfucker, das war der Doppler-Effekt. Du Plepp, ich wollte aussteigen, gut, ich packe mein Zeug, dachte ich. Aber der Beat ist dope, mein suizidaler Freund. Du bist scheiße, nicht im Sinne von Code, einfach im Sinne von Scheiße. Im Sinne von ausgeschieden, wie scheiße. Ist dir nicht peinlich, sowas zu schreiben? Ich kotze ab, wie wack kann man sein? Du stiehlst mir meine Zeit. Woher ziehst du Motivation für deine Mittelmäßigkeit? Ich befolge deinen Tipp und mal mir ein Pentagramm in meine Fresse, um mich in transzendenten Phasen in deine Lage zu versetzen. Plötzlich pool ich anderen Menschen Läuse aus den Haaren als mein Essen und krieg eine Banane, wenn ich schaffe, einen Ball in einen Kasten reinzustecken. Danke, du abgefuckter Affe. Erzähl mir nichts von deinem Weg, warum rede ich mit dir? Du gewinnst ja nicht mal ein VBC. Wow, what? Der Plumpsack geht rum. Wetten, ich rap sauberer als du, selbst mit einer Krummquatte Mund. Der Scheiß wird jedes Jahr debiler. Wirst du ein bisschen besser kommen in 10 Jahren wieder? Dann hast du vielleicht eine reelle Chance. Ich würfel, was ich sag. Ich zieh Generics aus nem Glas. Alle davon treffen so ein Schwarze. Ich bin selber überrascht. Du bist unfassbar wack. Treffer. Punkt. Schwacher Text. Treffer. Also unsauber und schlecht. Komplett vorhersehbar getextet und ein bisschen dumm, sodass ich mich echt frag, warum sowas rap. Treffer. Drei in einer Reihe, mein Freund. Das ist das Generic Bingo. Wenn ich Generics kicke und dich das echt noch trifft, dann liegt das daran, dass du generic bist.